Schöner Vortrag von Herrn Genz, auch nochmal zu sehen, wie Risikomanagement auch nochmal auf anderen Seiten funktionieren kann. Genau, ich möchte natürlich ganz klar heute auf die Risiken der Partizipation eingehen. Und wie man schon im Titel auch sehen kann, es gibt ein großes Fragezeichen. Fragezeichen natürlich, weil sich die Frage stellt, ob Partizipation wirklich ein Risiko im Zusammenhang mit kulturellem Erbe und in der Museumsarbeit darstellt oder vielleicht auch nicht. Und eins vorneweg, Risiken sind auf jeden Fall abhängig vom Projekt, vom Grad der Partizipation und natürlich auch vom Mindset aller Beteiligten. Daher ist es auch natürlich nur schwer möglich, auf alle Risiken als solches einzugehen, die Partizipation betreffen. Und ich habe mich natürlich da entschieden, an unserem Best-Practice-Beispiel Jewish Places die Risiken näher zu erläutern. So, genau. Ich möchte eigentlich hier dazu beginnen, dass wir ganz kurz mit ein paar theoretischen Punkten anfangen und ich Ihnen dann mal kurz zeige, was denn dieses Jewish Places als solches ist, damit Sie eigentlich dann auch wissen, welche Risiken ich im Detail überhaupt meine. Genau, würde dann natürlich auch darauf eingehen, welche Prozesse wir gewählt haben, um diese Risiken zu eruieren, ja, wie wir strategisch damit umgegangen sind und welche Lösungen wir gefunden haben. Und im Ganzen abschließend natürlich aber nochmal auf positive Aspekte eingehen, nämlich auf Vorteile der Partizipation und welche Zutaten es sozusagen denn braucht, um solche Projekte erfolgreich durchführen zu können. Genau, also hier wirklich Theorie-Definition eines Risikos. Ich habe mich hier für eine sehr knappe Definition entschieden, die ich ganz kurz vorlesen werde. Kennzeichnung der Eventualität, dass mit einer hohen bis auch unbekannten Wahrscheinlichkeit ein hoher bzw. in seinem Ausmaß unbekannter Schaden bei seiner wirtschaftlichen Entscheidung eintritt oder ein erwarteter Vorteil ausbleiben kann. Ich finde sie zum einen gut, weil sie sehr kurz und knapp ist, was für Präsentationen immer gut geeignet ist, und zum anderen aber auch, weil diese Definition auf diese unbekannte Wahrscheinlichkeit und auch diesen unbekannten Schaden nämlich eingeht. Und man kann sich das so vorstellen, ähnlich wie es auf dem Bild zu sehen ist, als wir am Anfang vor 4,5 Jahren diese Idee hatten, Jewish Places ins Leben zu rufen, mit nämlich auch vielen, vielen Netzwerkpartnern, das möchte ich gleich betonen, es ist ein Netzwerkpartnerprojekt und nicht kein eigenes Projekt des Jüdischen Museums Berlin, standen viele Fragen im Raum, inwieweit Risiken eintreten könnten, weil klar, es gibt ähnliche Projekte wie die Wikipedia, an der wir uns auch viel orientiert haben. Es gibt natürlich auch Kartenprojekte, und Sie werden gleich sehen, warum ich sage Kartenprojekte, weil es natürlich ein Kartenprojekt ist, wie OpenStreetMap, die auch mit Open Content arbeiten. Und aber gerade in Bezug auf das Thema Judentum doch es was Sensibles hat, wie gehen wir damit um? Und wir standen halt vor diesen vielen Fragen, was uns dann eigentlich auch zur nächsten Frage brachte, nämlich, das war zu viel, genau, welche Stufe der Partizipation wir da ein solches zulassen möchten. Und man sieht das ganz gut an dieser Treppe sozusagen, welche Stufen es denn gibt. Und Vorstufen der Partizipation sind informieren, Meinung erfragen. Man könnte eigentlich sagen, das, was wir jetzt hier gerade alles machen, ist eine Vorstufe von Partizipation. Wir informieren uns gegenseitig. Aber natürlich die höchste Stufe, nämlich, dass man die Entscheidungsmacht allen Beteiligten also überträgt, ist natürlich auch eine große Herausforderung. Und ich würde sagen, dass wir momentan mit Jewish Places also teilweise die vorletzte Stufe erreicht haben. Ich kann nicht sagen, dass alle Nutzer sozusagen komplett die Entscheidungsmacht übertragen wurden, aber wir arbeiten daran. Und wir haben aber auch Bereiche in Jewish Places, die nach wie vor auch eher auf diesen Vorstufen basieren, nämlich das Informieren. Genau, also Jewish Places. Ein kurzer Einstieg dazu, und ich habe mich bewusst dazu entschieden, obwohl es eine Webseite ist, aber keine Live-Präsentation zu machen, weil es würde mir zu viel Zeit rauben und die Gefahr besteht halt einfach, dass die Ladezeiten dann doch die Präsentation etwas stören würden. Und genau, die Idee dahinter ist, dass Jewish Places sozusagen jüdisches Leben, sowohl aktuellen als auch historischen Ursprungs, auf einer interaktiven Karte visualisiert. Das heißt,
Wir möchten sämtliche jüdische Orte, und das heißt ganz bewusst Jüde, die durch Selbstwirkung von Juden und Jüdinnen entstanden sind, also nicht die durch Tätergeschichte entstanden sind, wie zum Beispiel KZs, Ghettos oder Judenhäuser, auf dieser Karte visualisieren und natürlich zeigen, was es an jüdischem Leben in Deutschland gab und gibt, in Form von verschiedenen Kategorien auch aufgedröselt, sage ich mal so. Wie bereits erwähnt, es ist ein Netzwerkprojekt. Die Idee sagt, es gibt sehr viele Partner, die da hinten dranhängen, auch andere Museen, wie das Jüdische Museum Frankfurt unter anderem auch, das Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam, die Alemannia Judaica, Synagogen.info, also es gibt eine Reihe an Partnern, die von Anfang an dabei waren, dieses Projekt mit aufzubauen, zu unterstützen, sowohl mit Daten als auch beratend. Und die Idee dahinter ist wirklich, Inhalte frei zur Verfügung zu stellen, sie für Bildungszwecke auch nutzen zu können. Und ja, von Anfang an war halt auch immer die Frage, können wir die Inhalte, die jetzt beigetragen werden, sofort online stellen oder nicht? Darauf komme ich dann später ein. Eine weitere Ansicht ist zum Beispiel, dass man halt filtern kann. Es gibt eine Volltextsuche und man kann nach den verschiedenen Kategorien als solches filtern. Und man sieht ja ganz gut oben, das sind diese runden Kreise, wir nennen das Inhaltstypen. Der eine blaue ist die Einrichtungen und der links daneben sind Orte. Das sind die beiden Bereiche, an denen Nutzer mitarbeiten können. Und Personen und Spaziergänge sind sozusagen, wir nennen das die kuratierten Inhalte. Hier ist es nur möglich, im Zusammenhang mit uns als Redaktion Inhalte zu erarbeiten und wir stellen die dann ein. Wenn ich mir dann durch das Filtern, durch die Volltextsuche halt was rausgesucht habe, würde ich hier eine Art Infopanel haben. Wir möchten ja eigentlich auch niedrigschwellig einsteigen, im Sinne von, dass wir nur einzelne Bilder, Videos zeigen, eine kurze Chronik, einen Beschreibungstext, weiterführende Links oder auch weiterführende Quellen anbieten. Es ist uns dabei ganz wichtig, keine Redundanzen zu schaffen, weil es gibt sehr viele Seiten zum jüdischen Leben, sehr tolle Projekte, vor allem auch regional. Und unser Ziel ist es hier halt einfach ganz klar eigentlich zu bündeln an dieser Stelle und nicht irgendwelche Texte abzukopieren und die dann quasi für dieses Projekt auszugeben, sondern sie eigentlich zu verknüpfen miteinander. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, nur bei uns 2000 Zeichen zu schreiben. Genau. Es gibt die Möglichkeit, die vorhandenen Orte bereits zu bearbeiten, aber, und das sieht man hier, auch relativ niedrigschwellig eigene Inhalte beizutragen. Und zwar braucht es dafür eigentlich nur drei Dinge, nämlich den Ort selber, der natürlich noch nicht in Jewish Places drin ist. Dem muss man einen Titel geben, eine Kategorie zuweisen und natürlich, es muss mit einer Adresse versehen sein. Also das ist eigentlich wirklich eine Bedingung bei diesem Projekt, dass alles muss mit einer Adresse versehen werden. Es gibt auch kleine Ausnahmen, aber auf die gehe ich jetzt mal nicht näher ein, weil die jetzt den Zeitrahmen sprengen würden. So viel erstmal zum Thema Jewish Places. Genau, wie sind wir letztendlich zu diesem Endprodukt gekommen? Ganz wichtig, und es ist auch gestern ja schon häufig erwähnt worden, wir haben uns anhand eines iterativen Prozesses an dieses Projekt gewagt, also wirklich viele kleine Schleifen gedreht, von Anfang an alle Stakeholder, also die Netzwerkpartner auch eingebunden, aber auch mit potenziellen Endnutzern gesprochen. Wir haben einfach auch Befragungen bei uns im Museum durchgeführt, was die sich darunter vorstellen, was für sie interessant wäre, daran mitzumachen. Und aber auch mit Schülern gesprochen, weil die Idee von Anfang an darin bestand, auch dieses Projekt in den Bildungsbereich mit anzusiedeln. Was es natürlich aber herausfordernd macht, weil die Zielgruppe als solches eine extreme Spanne hat. Darüber hinaus haben wir natürlich aber auch diverse Methoden aus dem Usability-Bereich, aus dem Risikomanagement verwendet. Von Anfang an, auch hier natürlich die potenziellen Endnutzer immer mit einbezogen und anhand von, wir haben Personas erstellt, wir haben Nutzerszenarien erstellt, wir haben Prototypen entwickelt, all solche Dinge. Und innerhalb dieses iterativen Prozesses natürlich aber auch immer dem Pfad des Risikomanagements, nämlich die Evaluation, Beurteilung, Minimierung und Überwachung immer wieder auch integriert. Das hatte zum Schluss im Nachhinein auch den Vorteil, dass man natürlich das Risiko der eigentlichen Partizipation, indem man nämlich die Endnutzer mitnimmt, von Anfang an
gleich mit minimiert. Und somit sind wir halt auch auf Ideen gekommen, dass wir natürlich sagen, wir verteilen die Risiken sowohl auf die Community, die dabei entstehen, aber auch natürlich teilweise auf die Redaktion. Ja, während dieses Prozesses, und da gehe ich hier wirklich nur beispielhaft vor, konnten wir natürlich einzelne Bereiche der Risiken herausarbeiten. Im rechtlichen Bereich ist das natürlich unter anderem, dass aufgrund dessen, dass ja Nutzer Bilder hochladen, dass die falsch lizenziert werden könnten, also welche Lizenzen vergibt man überhaupt, welche Möglichkeit habe ich als Nutzer, Lizenzen zu vergeben. Natürlich darüber auch hinaus, dass man Plagiate vielleicht schafft. Das war ein Problem, wie gehen wir damit um? Inhaltlich ganz klar, und da habe ich auch so ein kleines Schmunzeln im Gesicht, weil das kam auch so ein bisschen aus den eigenen Reihen, immer wieder so ein bisschen Gegenwind kam, das ist ja nicht wissenschaftlich genug. Und wenn da alle dran mitarbeiten können und die Inhalte sind auch anzweifelbar und wollen wir das wirklich? Und natürlich auch die Gefahr bestand, dass Inhalte antisemitischen Inhalt innehaben könnten. Und was sagt das über die Partner, das Netzwerk aus, aber natürlich auch über das Jüdische Museum, weil klar, es braucht eine regieführende Instanz oder Institution, die das Ganze übernimmt, und das ist halt das Jüdische Museum, also wir stehen im Impressum von dieser Seite, aber deswegen große Frage, ist das ein Risiko? Natürlich auch die fehlende Trennschärfe, zu sagen ganz klar, wie können wir vermitteln, dass wir ausschließlich jüdische Orte möchten und nicht eben die der Tätergeschichte. Technisch in der Hinsicht auch im Sinne von Design ein Risiko, nämlich wenn wir es nicht geschafft hätten, Jewish Places so zu designen, dass wir diese große Spanne von Nutzern auch mitnehmen und auch auf verschiedenen Ebenen die Möglichkeit bieten, daran mitzuarbeiten, wäre auch hier die Partizipation sozusagen als solches vielleicht nicht möglich gewesen, oder man hätte nur einer Zielgruppe entsprochen. Zum Bereich Sicherheit ganz klar auch hier nicht abhängig von Drittanbietern zu sein, also keine proprietären Softwaren zu verwenden, sondern wir haben uns hier ausschließlich mit Open Source Software bedient und bei der wir zumindest einigermaßen sicher sein können, dass die auch weiterentwickelt wird und wir nicht von irgendwelchen Anbietern abhängig sind. Natürlich aber auch der Umgang mit persönlichen Daten. Nutzer, die sich bei uns oder mitmachen möchten, müssen sich erstmal registrieren, zwar auf einer niedrigschwelligen Ebene, aber das ist erstmal so. Und hat auch den Grund gehabt, gerade wenn es um antisemitische Inhalte geht, dass das haben wir auch im Erfahrungsaustausch mit den Stakeholdern herausarbeiten können, dieses Anmelden hemmt erstmal unheimlich davor, irgendetwas da reinzuschreiben, weil man muss auch seine E-Mail-Adresse verifizieren. Wir haben das sehr gut beobachten können, vor allem auch, als wir vor einem Jahr die Seite gelauncht haben. Es gab relativ große Presseanteil daran und auf der Webseite von heiße.com wurde auch Jewish Places mit erwähnt, und leider muss man halt sagen, dass da im Nachhinein Kommentare aufgeliefert wurden, die wirklich antisemitischen Inhalte inne hatten, die Gott sei Dank aber auch gleich gelöscht wurden, aber dort musste man sich halt nicht registrieren. Natürlich auch finanziell, ganz klar, so ein Projekt ist nicht so, dass man das einfach anfängt und es wird dann schon laufen. Nein, es muss natürlich auch finanziell nachhaltig gedacht sein. Genau. Es gab verschiedene Möglichkeiten, auf diese Risiken, die wir herausgearbeitet haben, natürlich auch zu reagieren. Klar, man kann sie tolerieren, im Sinne von, wir lassen es auch so ein bisschen drauf ankommen, oder teilweise sind sie wirklich so niedrigschwellig, dass wir auch mit den Konsequenzen auch leben können. Man kann sie natürlich behandeln, um sie zu minimieren. Es gibt auch die Möglichkeit, sie zu übertragen, also im Sinne von auch Versicherung, Verträgen oder in dem ganz klar auch definiert ist in den Nutzungsbedingungen, welches Risiko sozusagen wird denn vom Nutzer übernommen, welches von uns, oder natürlich aber auch sie zu vermeiden. Aus den eben genannten Risikobereichen habe ich mir jetzt mal die drei Bereiche rausgesucht, die vor allem auch sehr stark die Partizipation betreffen. Und zwar sind das die rechtlichen, technisch und inhaltlichen Bereiche,
Und ich habe mir jeweils hier ein Beispiel rausgesucht, das ich Ihnen jetzt näher nochmal erläutern möchte und Ihnen auch erklären möchte, wie wir hier diese Lösung gefunden haben. Also zum ersten Bereich natürlich die falsche Lizenzierung von Bildern. Wie gehen wir damit um? Für uns von Anfang an die große Frage, müssen wir die jetzt alle nachkontrollieren? Wie machen wir das? Haben wir die Ressourcen überhaupt dafür? Und da ist es eigentlich relativ schnell bewusst geworden, nein, die haben wir nicht. Welche Möglichkeit haben wir? Hier haben wir natürlich auch Rechtsberatung genutzt und hier kam ganz schnell eigentlich auch so von der Idee her, wir selber, und das ist ja auch im Sinne von gemeinnützigen Inhalten gedacht, wir sind nur ein Provider. Wir stellen sozusagen diese Plattform zur Verfügung, damit andere Inhalte beitragen können. In dem Sinne sind wir auch durch das Provider-Privileg als solches geschützt. Wir machen uns die Inhalte nicht zu eigen und wir geben auch nicht vor, sie zu prüfen. Ist natürlich eine Art Form der Übertragung, dass der Nutzer das Risiko auch selbst trägt, aber wir sagen jetzt nicht einfach, jetzt mach du das mal alleine, sondern natürlich versucht im Sinne von auch Behandlung das Risiko zu minimieren, dass er in eine Falle tappt, nämlich dass wir an den richtigen Stellen auch natürlich darauf hingewiesen haben, dass man sich weiter informieren kann, Hilfen anbieten, all diese Dinge, die ein Nutzer dann auch braucht, um diese Entscheidung fällen zu können. Im Bereich des Technischen, hier natürlich, wie auch gerade schon erwähnt, die Nutzeroberfläche entspricht nämlich nicht den Bedürfnissen der Community. Immer wieder in iterativen Schleifen wirklich getestet, Nutzer einbezogen, um das Risiko auch hier zu minimieren, dass letztendlich die Seite vielleicht nicht genutzt wird, weil sie komplett am Nutzer vorbei entwickelt wurde und an den Bedürfnissen. Und das Schöne ist dabei, dass wir immer wieder Schleifen drehen, auch jetzt noch weiterentwickeln. Durch das eine Jahr, was wir jetzt haben, konnten wir auch noch viele Probleme herausarbeiten, die wir jetzt im Nachgang auch stückweise verbessern können. Inhaltlich ganz großes Thema natürlich, wie schon erwähnt, auch, dass die Einstellung, also dass antisemitische Inhalte rein können. Ja, das kann passieren. Zum gewissen Grad tolerieren wir das auch, haben aber das Vertrauen in die Community, dass wenn sie so etwas erstens nicht reinschreiben, zweitens, dass die anderen Community-Mitglieder, wenn sie so etwas finden, uns darüber auch informieren. Es gibt die Möglichkeit, und bei jedem Infopanel, was wir vorhin gesehen haben, eine Art unten ein Problem zu melden oder eine Löschanfrage zu stellen. Und dafür muss man nicht mal registriert sein. Das kann man sofort machen, sagt, hier ist irgendwas in dem Inhalt drin, was nicht da rein sollte. Und wir würden das als Redaktion sofort als E-Mail bekommen und hätten darauf die Chance zu reagieren. Nichtsdestotrotz haben wir auch eine Möglichkeit, dieses Problem oder dieses Risiko komplett zu vermeiden, nämlich durch eine Art Notschalter, wir nennen den wirklich so, Notschalter, den wir im CMS haben. Und hier ist kurz zu sehen, wie man das Problem melden kann im Infopanel dann. Das ist aber hier leider auch sehr klein, nicht gut zu lesen. Hier ist der Bereich, wo man Lizenz vergibt. Und ich würde jetzt ganz kurz nochmal darauf gehen, welchen Service wir als solches anbieten. Wir sagen ja klar, wir machen uns die Inhalte nicht zu eigen, wir kontrollieren sie als solches auch nicht. Was wir aber im Groben machen, und das ist auch im Interesse natürlich der Netzwerkpartner und des Jüdischen Museums Berlin, wenn ein neuer Artikel reinkommt. Wir machen einen manuellen Textcheck, das heißt wirklich nur, wir gucken, dass der Titel einigermaßen stimmig ist, auch vielleicht nach SEO, also Search Engine Optimization Kriterien passt, dass der Titel auch gefunden wird, dass eine richtige Kategorie vielleicht vergeben wird und wir überfliegen diesen Text. Wenn wir darin was Antisemitisches oder irgendwas anderes finden, was da nicht reinpasst, dann sagen wir halt, okay, wenn es niedrig ist, wir überarbeiten den Artikel, notfalls sprechen wir auch nochmal den letzten Bearbeiter an, da kann dazu auch Stellung nehmen, wer weiß, wie auch immer das da reingekommen ist. Wenn natürlich ein größerer Schweregrad eintritt, im Sinne von, dass man wirklich eine Attacke auch aufs System hat, dass mehrere Artikel zum Beispiel mit antisemitischen Inhalten auf einmal gekennzeichnet sind, dann hätten wir die Möglichkeit, diesen Notschalter zu aktivieren und dann heißt das wirklich, dass zwar immer noch Inhalte hochgeladen werden können, sie werden aber nicht mehr sofort veröffentlicht. Wir als Redaktion hätten dann erstmal die Möglichkeit, natürlich die betroffenen Artikel als solches auch erstmal zu depublizieren, unterzunehmen, sie möglichst auch auf Vorgängerversion zurückzusetzen und den User-Account als solches erstmal zu sperren,
hier auch natürlich Kontakt aufzunehmen oder natürlich eventuell, wenn notwendig und wenn überhaupt möglich, strafrechtlich vielleicht auch was einzuleiten. Wie gesagt, bei Bildern schon berufen wir uns auf das Provider-Privileg, aber wir sind dennoch dazu verpflichtet, dass wir, wenn wir Löschanfragen und Problemanfragen bekommen, darauf natürlich zu reagieren. Das müssen wir machen. Und wenn dann jemand sagt, nee, stopp mal, hier ist eine Lizenz wirklich nicht richtig, das ist die und die oder das muss runter, das Bild, müssen wir das auch machen. Wir depublizieren das Bild in dem Moment erstmal. Im Zweifel muss es auch gelöscht werden. So, jetzt zumindest, das waren jetzt die einzelnen Risiken jetzt in Bezug auf Jewish Places. Es gibt natürlich auch, ich nenne es mal humane Risiken, die auch projektübergreifend, gerade bei Projekt mit Partizipation immer wieder vorhanden sind. Und das sind wirklich die eigentlich, die von Anfang an nämlich gut überarbeitet oder ja schon angegangen werden sollten, nämlich, dass man keine Annahmen und Vorurteile gegenüber einem partizipativen Ansatz überhaupt mitnimmt. Das heißt, schon diese Befürchtung zu haben, ach nee, und um dieses Projekt durchzuführen, müssen die ja das und das wissen als solches und das können wir denen nicht zumuten oder es ist uns einfach zu risikoreich. Es gibt Möglichkeiten, auch da mit Hilfen, beispielsweise mit Service, so wie wir es machen, auch ansprechbar zu sein, um das Ganze, dem Ganzen natürlich eine Chance zu geben. Ein weiteres Problem, dass das Prinzip nämlich nicht gelebt wird aufgrund von Ängsten. Partizipation heißt ja auch Kontrollverlust. Das heißt, ich gebe anderen die Möglichkeit, Inhalte beizutragen und habe dazu aber überhaupt nicht mehr die Kontrolle. Das ist am Anfang nicht schwer und auch uns geht es manchmal so, gerade wenn wir so Sachen überfliegen und denken so, okay, hätten wir vielleicht anders gemacht oder wir sehen auch mal einen Rechtschreibfehler. Aber dann ist es so. Die Community kann das selber sagen, auch korrigieren, kann ja an anderen Inhalten auch weiterarbeiten. Und wenn an dieser Stelle schon solche Probleme entstehen, dann führt es eher dazu, dass die Partizipation später zu einer Enttäuschung wird für alle und das Projekt eigentlich schon im Keim erstickt wird. Und ganz wichtig ist natürlich, wenn man sich dazu entschlossen hat, aber auch die entsprechenden Strukturen zu fördern. Das heißt, im Sinne auch von Anfang an alle mit einzubeziehen, wirklich viel zu kommunizieren. Es braucht auch viel Geduld, was das angeht, transparent zu sein, viele Ideen zuzulassen, natürlich aber auch zu vermitteln, dass auch meist aus budgetären Gründen nicht alles gleich möglich ist. Ja, also das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Ein wichtiger Punkt natürlich aber sind die Vorteile von Partizipation. Und zwar im Fall von Jewish Places ist es ganz klar, dass wir mit kollektivem Wissen wirklich zur Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Deutschland beitragen. Und das ist immer ganz schön, auch wenn wir das Projekt woanders vorstellen und die Leute erstmal diese Karte sehen mit diesen mittlerweile über 8000 Pins auf der Karte, was es denn an reichhaltigem jüdischen Leben gibt und eigentlich auch sichtbar zu machen, dass jüdisches Leben ein integraler Bestandteil der deutschen Geschichte ist. Wir merken das auch immer wieder, wenn wir mit Schülern arbeiten, die direkt ins Archiv gehen, Inhalte erarbeiten und man kann dort sehen, dass sie sehr erstaunt sind an Orten, die sie eigentlich tagtäglich vorbeigehen und nicht wussten, dass sie auch mal jüdischen Ursprung hatten und die Stadt auch selber mit einem neuen Blick sozusagen sehen. Das Tolle daran ist auch, kollektives Wissen führt natürlich auch zur Korrektur falscher Inhalte. Das konnten wir selber letztens anhand eines Fotos aus unserer eigenen Sammlung erleben. Das war irgendwie auch lustig. Und zwar ging es um ein Gebäude, es war ein jüdisches Erholungsheim. Und wir waren sind davon ausgegangen, dass dieses Gebäude ein jüdisches Erholungsheim ist. Und dann hat aber Nutzer gesagt, nee, das ist das definitiv nicht, weil in der Gegend, in der ich wohnte. Und konnte sozusagen uns auch berichtigen, weil wir haben das Bild durch eine Geschenkung bekommen, wo das so betitelt wurde. Es ist sozusagen durch die Schenkung schon falsch zu uns gekommen, konnten es dementsprechend korrigieren. Und hier hat das kollektive Wissen halt einfach auch dazu geführt, dass wir das berichtigen konnten. Und ganz klar die Vernetzung bestehender Inhalte, einfach auch die sichtbar, also diese anderen Webseiten, die es halt wirklich auch gibt, sichtbar zu machen, diese vielen kleinen Einzelprojekte, die seit vielen Jahren wirklich auch im Netz unterwegs sind und auch eigentlich das Ziel haben, jüdisches Leben sichtbarer zu machen.
Zum Schluss so ein bisschen mit Augenzwinkern Zutaten für ein erfolgreiches Partizipationsprojekt. Und da kann man sich so ein bisschen auch natürlich diese riesengroße Erdbeertorte mit 8 Meter Durchmesser nochmal sinnbildlich vorstellen. Auch das ist natürlich im Sinne, funktioniert nur, wenn man partizipiert, wenn man gemeinschaftlich etwas erarbeitet möchte, weil das schafft kein Einzelner. Weil wenn der das einzeln macht, sozusagen backen möchte, dann ist, wenn er fertig ist, am anderen Ende vorne schon die erste Erdbeere wieder vergammelt. Und natürlich braucht es dementsprechend Mut. Es braucht auch für uns Mut zu überlegen, können wir die Inhalte sofort online stellen oder müssen wir sie nochmal prüfen. Wir haben uns dazu entschieden, es zuzulassen, und unser Mut hat uns bisher auch dahingehend nicht bestraft, weil, und das muss ich wirklich sagen, seitdem das Projekt online ist, gab es nicht einen einzigen Fall, wo irgendwas Antisemitisches drin ist. Natürlich braucht es auch technisches Wissen, nicht nur natürlich den Inhalten selber, auch über den Tellerrand hinaus zu gucken, was gibt es für Technologien, die wir eventuell einbinden können, was gibt es für Open-Source-Software. Natürlich viele Monde lang gute Planung, wie ich am Anfang sagte, lieber auch mehrere Schleifen drehen, wirklich Zeit zu investieren, auch in die Analyse, in die Konzeption, weil es einfach zum Schluss den Endnutzern wirklich zugutekommt. Natürlich auch viele Säcke Budget, auch langfristig. Ich kann leider noch nicht sagen, dass wir 5 Jahre vorausplanen können, aber wir können zumindest immer 1 bis 2 Jahre vorausplanen, das ist das Schöne. Und mittlerweile gibt es das Projekt ja nun auch schon seit 4,5 Jahren. Diese mehreren Dutzend Bäcker, die natürlich ihr Fachwissen mitbringen, aber auch die vielen Helfer, die letztendlich zum Schluss was dazu beitragen. Jeder, der eine tolle Idee mitbringt, die man auch erstmal mit einbeziehen sollte und schauen muss, was kann ich davon umsetzen, was nicht. Viel Vertrauen zueinander, also hier im Sinne auch, dass man viel Kommunikation leisten muss, Vertrauen aufzubauen, teilweise auch über Jahre hinweg einen langen Atem haben muss. Und diese Tonnen von Geduld, die es braucht, nämlich im Sinne auch, dass Fehler entstehen, also auch fehlertolerant zu sein, das zuzulassen, daraus zu lernen und einfach versuchen, auch besser zu machen und ganz viel Spaß auch dabei zu haben. Damit bin ich soweit durch, bedanke mich und freue mich natürlich auf Fragen. Vielen Dank, wir sind ein bisschen knapp mit der Zeit, insofern würde ich sagen, eine Frage und... So knapp. Ja. Kann man auf das Projekt Jewish Places von überall mit dem Internet zugreifen? Oder geht das nur bei Ihnen? Nein, das ist eine Webseite. Das ist eine Webseite. Ah, ja, können Sie auch mobil drauf zugreifen. Also das ist auch responsive Design, sowohl für mobil als auch für Desktop. Und die findet man auch unter diesem Stichwort bei Google dann? Unter www.jewish-places.de. Ah ja, wunderbar, danke. Okay, ich würde sagen... Ansonsten fragen wir dann auch nochmal im Nachhinein. Genau, ja. Eine noch. Also vielen Dank. Also ich interessiere mich ja für Orte mit jüdischem Hintergrund. Ich war jetzt in Speyer, Ingelheim und Worms und so weiter. Ich finde es nur ein bisschen schwierig, also ich werde es mir natürlich auch anschauen, weil Sie sagten, wir wollen nicht diesen Aspekt Täter dabei haben. Ich habe zum Beispiel, ich sage nur ein ganz kurzes Beispiel, bei einer Veranstaltung erzählte jemand etwas von einem Hotel, das wir so ja ahnungslos und so weiter besichtigt haben. Da wurde nicht einmal auf diesen Hintergrund hingewiesen, nämlich dass das Hotel enteignet wurde, als Beispiel. Das heißt, ja, also ich finde der Aspekt ist ja da. Also ich sehe was, wir sehen was, die Plätze werden geschildert und plötzlich ist man dann wieder bei diesem Aspekt Täter. Wie ist das? Wie sehen Sie das? Das können Sie ja nicht ausklammern. Nein, wir klammern es auch als solches nicht aus. Und man sieht es auch immer wieder, dass Tätergeschichte durchaus natürlich in Jewish Spaces vorkommt, gerade auch wenn wir von Wohnorten sprechen. Wir haben ja auch unter anderem auch die Stolpersteine drin, wo natürlich dann auch in Texten teilweise drinsteht, dass der letzte Wohnort von Juden und Jüdinnen ist, die dann entsprechend durch die Shoah ums Leben gekommen sind oder ins Exil gegangen sind. Und da kommt Tätergeschichte durchaus auch zum Tragen. Aber wir wollten ja ganz klar auch eine Trennschärfe reinbringen und wirklich dieses aktive jüdische Leben, was es einfach auch gab und gibt, in den Fokus stellen und nicht sozusagen die Tätergeschichte, zu denen es auch schon viele Projekte gibt. Wir wollten das nicht vermischen. Aber wie gesagt, es kommt immer wieder auch drin vor. Und es gibt auf jeden Fall Überschneidungen. Es ist, was auch möglich ist, natürlich auf andere Webseiten in dem Sinne zu verlinken, die natürlich dazu mehr Inhalt haben. Okay, vielen Dank.